Hallo und willkommen zu Wer wird Millionär? Heute mein neuer Kandidat Rex Relay. Ey, das heißt Rex Relay. Oh, ich hab das gerade bestimmt so fast wie Rex Filet gesagt. Ja, und jetzt fangen wir dann Vögel wieder an. Ach, ich muss jetzt erklären, wie das geht, muss ich immer machen. Du hast 15 Fragen vor dir, du kannst 1 Million virtuelle D-Mark gewinnen. Du hast 3 Joker, einmal 50-50 Joker, Telefon-Joker und Publikum-Joker. Bei 1000 Euro ist ein Checkpoint und bei 32.000 ist ein Checkpoint. Ne? Ja, wieso sind wir schon bei der ersten Frage? Genau. Wie nennt man den Lebensbund, wenn Mann und Frau geheiratet haben? A. Scheidung, B. Ehe, C. Messe oder D. Kommunion? Also ich würde auf A. Scheidung eigentlich tippen, aber ich nehme doch eher die Ehe. Also B. Sicher? Eigentlich nicht, aber ja. 100% ist das deine endgültige Antwort? Zu 10% ja. Dann loggen wir Ehe ein, oder ist richtig, du hast 100 D-Mark. Ich bin gut. Was hast 100 du virtuelle so als... D-Mark. Nice. Was hast du dir so als Minimumziel vorgestellt, was du mindestens gewinnen willst? 200. Nein. Und ganz ohne Scheiß, eigentlich so um die 32.000, habe ich mir so gedacht. Okay. Die nächste Frage ist, in welchem Märchen erhält der Hüschenjunge nach 100 Jahren eine Ohrfeige? A. Dornröschen, B. Rapunzel, C. Rotkäppchen oder D. Schneewittchen? Ganz ehrlich, soll ich ganz ehrlich sein, ich weiß es nicht. Du kannst auch jederzeit aufhören, ne? Ja, ist mir schon klar, aber das wäre jetzt ein bisschen billig. Nee, ohne Scheiße, ich weiß es echt nicht. Wie billig ist das denn? Ich weiß es gerade auch nicht. Nach 100 Jahren, eine Ohrfeige. Dornröschen, Rapunzel, Rotkäppchen, Schneewittchen. Okay, ich weiß es doch. Warte mal, Schneewittchen, also ich mache jetzt mal mit Ausschließverfahren. Okay. Also Rapunzel ist irgend so eine komische Kuh, die im Turm eingesperrt ist und von so einer Hexe gequält wird und dann kommt so ein komischer Typ und klettert halt diesen komischen Haarherr hoch da so. Rotkäppchen ist das mit dem bösen Wolf, da gibt's auch gar keinen Küchenjungen, weil Rapunzel ist auch kein Küchenjunge, das ist so ein Prinz. Schneewittchen, das ist so ein komisches Jägerlein, also so ein komischer Jägertyp, der da irgendwie, war ein Prinz. Dann kann es ja nur Dornröschen sein. Ey, jetzt komme ich erst drauf. Dornröschen bitte, A. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir sicher. Ist das deine letzte Antwort? Ja. Soll ich jetzt echt einloggen? Ja, Mann, jetzt nimm. Willst du keinen Joker benutzen? Nein, will ich nicht. Dann logge ich Ardo und Röschen ein. Das ist richtig, ne? Ah, ich bin gut, ich hab's echt nicht gewusst. Also ich muss das jetzt mit Ausschließverfahren machen. Ich weiß nicht, ich war am überlegen, wie lange hat Don Röschen nochmal geschlafen? Ich wusste nicht mal, dass sie überhaupt geschlafen hat. Sie ist doch eingeschlafen, weil die diese Spinne angefasst hat. Und dann hat, glaube ich, 100 Jahre Schlaf und dann ging alles weiter. Egal. Hat es keinen Apfel? Nein, das war bei Schneewittchen. Ach so. Ja, genau. Wie nennt man amerikanische Raumfahrer? A. Globet. Globetrotter? Okay. B. Astronauten? C. Asketen? Oder D. Athleten? Okay, also diese Globetrotter oder wie die heißen, sind schon mal nicht. Die Astreten sind es auch nicht. Die Athleten könnten es sein. Aber ich habe gehört, die machen mehr Sport und die Astronauten, die schweben immer so rum, also gehe ich auf B, die Astronauten. Also B. Genau, klar. Loggen wir B, die Astronauten ein und es ist einfach D-Mark. Ah, ich dachte schon, ich kacke bei 200 ab. Ja. Aktivitäten. Ja, Aktivitäten. Wer hat am meisten Geld? A. Ingo mit 1870 Euro. Warum sind hier gerade Fragen mit Euro, wenn man hier nur D-Mark gewinnen kann? Frag mich nicht. Wer hat am meisten Geld? A. Ingo mit 1870 Euro. B. Heiko mit 1748 Euro. C. Klaus mit 1804 Euro. Oder Uwe mit 1784 Euro. Ich verstehe allein schon die Frage nicht. Wieso schreibt man die Antworten da schon rein? Also, warte mal. Das erste war 1870, ja? Ja. Das ist so dumm, die Frage, ganz ehrlich. Warte mal. Also, welche Zahl? Nein. A und D? Nee, A und C waren mit 1800, war? Ja.
Und B und D waren mit 1700. Genau. Dann nehme ich die beiden schon mal raus. So A und C, das waren jetzt 1800. Okay, ich nehme A. Also Ingo. Ja, Ingo. Keinen Joker? Nee, weil Klaus sagt, ich soll Ingo nehmen. Okay, dann loggen wir A, Ingo ein. Und? Die Antwort ist richtig. Ich dachte jetzt schon, aber wieso ist der Euro? Das frage ich mich auch gerade. Ich fühle mich von dem Spiel ganz ziemlich gelingt. Na, ich sag nur Aktivitäten. Aktivitäten? Du hast 500. Stopp, Akta! Wenn du die Frage jetzt richtig beantwortest, hast du 1000 D-Mark und damit ein Checkpoint. Wie nennt man einen religiösen Bettler, der auf Nagelbrettern liegen kann? A. Gaukler, B. Saphir, C. Friseur oder D. Fakir? Also, wenn ich jetzt nicht, sag mal, Gaukler und was war das D? Fakir. Fakir habe ich noch gar nicht gehört. Saphir ist doch die Pokémon-Edition. also die kann schon mal nicht sein. Friseur sind die Typen, die meine Frisur ständig versauen. Die weiß ich jetzt selber wirklich nicht. Fakir. Also ich schwirp jetzt ganz ehrlich ohne Scheiß zwischen Gaukler und Fakir. Also Gaukler weiß ich, dass es auch was mit Bettler zu tun hat, aber Fakir kann es auch sein. Aber das sind religiöse Bettler, die auf Nagelbrettern liegen können. Ja, das ist ja das, was mir gerade so Sorgen macht. Wenn ich den verkacke, habe ich bei 1000 verschissen. Du hast ja noch nicht mal 1000. Ja, das ist es ja. Achso. der 50-50 vielleicht? Oder doch den Publikum-Joker? Ja, ganz ehrlich, ich bin am Überlegen. Oh, wenn du 50-50 nimmst, bleibt nachher Gaukler und Fakir übrig. Würde ich mir wahrscheinlich so denken, ja. Würdest du mir vielleicht einen Tipp geben? Nein, darfst ja nicht. Ja, ganz ehrlich, wir machen jetzt auf einen auf Zufall, wie ich nehme Gaukler A. Sicher? Eigentlich nicht, nee, ich bin zu mir zu 100% unsicher, aber ich nehme einfach Gaukler. Also wenn ich jetzt 0 gewinne, dann gewinne ich halt 0, aber Joker verschwende ich dafür nicht, wenn ich schon Checkpoint kriegen könnte. Also A, Gaukler. Ach komm, nimm den 50-50. Nein, das ist ein scheiß Gaukler. Okay, du hast gesagt, ich soll den Gaukler nehmen, dann nehme ich den Gaukler. Ist okay. Ist okay. Ich hätte auch Fakir getippt, aber du bist Gaukler. Ja, toll. Also ich hätte... Ey, nur scheiße, ich wusste nicht, dass es Fakir ist. Du hast satte 0 Euro gewonnen und somit auch 0 D-Mark. Ich will nochmal neue Let's Play. Du kannst mir deine Adresse geben und du kriegst 50 Cent Euro, 50 Cent Trostpreis. Oh, okay, dann mach ich das so. Oh, Gottes Willen, echt, dass ich die verkacke. Nee, ich hab's aber echt nicht gewusst, Fakir. Ich wusste aber, was war denn nochmal Gaukler? Ich hab keine Ahnung. Ich wusste es nur, weil das die Frage schon mal kam. Ach so, na, hätte ich mal bei dir auf den YouTube-Kanal klicken sollen, ne? Du hättest aber den 50-50 nehmen sollen. Das ja, wäre mehr Wow ins Spiel gebracht, oder? Ja, ich denke, vielleicht ja doch. Ja, vielleicht ja nicht. Aber vielleicht ja doch. Lass uns noch eine Runde spielen. Na, wie lange hast du jetzt aufgenommen? 2 Minuten? Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Wer wird Millionär und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Hallo und willkommen zurück zu Wer wird Millionär. Da er wieder nichts gewonnen hat, wie man davor sehen kann, ermöglicht ihm nochmal die Chance, was zu gewinnen. Bist du gutherzig? Ja, das will ich manchmal. Er hat mir auch kein Geld gegeben, nein. Er hat mir kein Geld gegeben, nein. Warum denn? Du verschenkst das Geld. Auf jeden Fall brauche ich dir die Regeln nicht nochmal zu erklären, ne? Nein, nee, du hast mir ja schon erklärt. Aber ich erklär's dir jetzt nochmal. Du hast einen 50-50 Joker, ne? Den kannst du benutzen. Ja, den kann ich benutzen. Aber was bringt es mir, wenn er genau die gleichen raushaut, wie ich davor gedacht habe? Du hättest auch mit 500 Euro rausgehen können, ja? Nein, Spaß. In welchem Walt Disney-Film spielt Captain Hook eine Rolle? Aristocats. Sorry, Aristocats. B. Mary Poppins, C. Cinderella oder D. Peter Pan? Captain Hook. Nochmal mit dir antworten. Aristocats, Mary Poppins, Cinderella oder Peter Pan. Also entweder Peter Pan oder Cinderella. Cinderella, Tag und ich nehme Peter Pan. Ich werde das falsch, Alter, verkacke ich gleich nochmal, aber Peter Pan. Bist du dir sicher? Nee, eigentlich nicht, aber nimm mal Peter Pan. Du hast einen 50-50-Joker.
Ich verschwende nicht bei der ersten Frage, kannst du vergessen. Peter Pan. Gut, dann loggen wir den Peter Pan ein. Nee, ist natürlich richtig. Ist ja klar. Ist ohne Schein? Ja, ist richtig. Ich hab's nicht gewusst. Peter Pan, das ist so mein Lieblings-Disney-Film. Ich heiße auch bei Facebook Peter Pan. Ich schreibe auch immer bei den Spanisch-Klausuren meinen Namen Peter Pan. Meiner war immer Genie, also. Ich sag auch immer, ich werde nie erwachsen wie Peter Pan, egal. Womit atmen Fische? A mit Ohren, B mit Flossen, C mit Schuppen oder D mit Häusern? Ohren, eindeutig Ohren, nein, okay, Kiem. Wir loggen A Ohren ein. Nein, Kiem! So, A Ohren eingeloggt. L. Nicht Spaß, wir haben D Kiemen eingeloggt. Ey, du müsstest mal so ein Fischmensch sein, dann könntest du unter Wasser atmen. Kennst du One Piece? Ja, ich weiß, guck ich auch. Oh. Wo guckst du's? Online? Über pure Anime-Witz und sowas. Okay. Also japanisch mit deutschen Untertiteln. Ja, kenne ich. Mit welchem Wort wird die Wiederverwendung gebrauchten Abfalls bezeichnet? A. Schelling, B. Findling, C. Recycling, D. Mischling. Nochmal bitte und ganz langsam für mich. Okay. Mit welchem Wort wird die Wiederverwendung gebrauchten Abfalls bezeichnet? A. Schelling, B. Findling, C. Recycling, D. Mischling. Recycling. Jo, sicher? Ja, das weiß ich. Gut, dann loggen wir mal Recycling ein. Ja, Mehl, das ist das Gute, das ist wirklich gut. Das ist so. Hartestoff, ja, super. Biomüll. Dann haben wir Biomüll. Aktivitäten, ja, überall Aktivitäten. Ja, du sagst es, du Aktivität. Aktivier. Aktivitäten. Wie heißt der Ursprung eines Baches, bei dem Wasser aus der Erde zutage trifft? A. Quelle, B. Dampf, C. Wirbel oder D. Wolke? Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann hast du mich jetzt sicherlich gefragt, dass wenn aus dem Berg das Wasser rauskommt, oben aus diesem Loch, was das heißt. Wie heißt der Ursprung eines Baches, bei dem Wasser aus der Erde zutage trifft? Ich denke mal, es ist die Quelle. Sicher? Eigentlich nicht, aber ja. Du hast auch noch eine Wolke. Wolke 7, nein, ich nehme Quelle. Sicher? Ja, naja, eigentlich nicht, aber ich nehme Wolke. Nein, Quelle. Gut, dann loggen wir Quelle ein. Jetzt verwirrst du mich auch schon. Ich verwirre dich, damit du mich verwirren kannst. Nein! So, jetzt sind wir da, wo ich bin. Verwirrend! Wir sind jetzt bei der Frage, bei der du eben gescheitert bist. Oh, sehr schön, jetzt hast du mir voll viel Mut. Und ich hoffe, du bist jetzt nicht wieder zum Scheitern gekommen. Ich weine. Die Tonart neben Dur in der Musik heißt A. Mel, D. Maler, D. Mulde oder D. Moll. Alter, ich habe in Musik eine 5. Nein, nee, im Test eine 5 gekriegt. Ich habe gar keine Musik mehr. Ja, du nicht, ja. Ich sag Moll, also D-Moll, weil das heißt ja nicht D-Molle oder Mulde oder was. Also ich nehme Moll. Letzte Antwort? Jo. Dazu fällt mir ein, ich hab mein Sofa hat eine Mulde, die fast aussieht wie ich. Dann siehst du also nicht schön aus, oder wie? Nee, das ist dann so, weil man die. Ach so, übrigens richtig. Weil man die ganze Zeit auf dem Sofa liegt, dann hast du ja irgendwann den Abdruck von dir da drinnen, weißt? Wie du da gelegen. Danke! Danke, ich hab's geschafft, Checkpoint, danke! Achso, ja genau, das hast du übrigens. Und erzähl ein bisschen von dir. Du hast nicht viel Zeit, aber sag was über dich. Ja, ich bin der Frex Rally, ich bin neu Let's Player und ja, ich hab jetzt demnächst eine Seite offen, wo ein paar Let's Player mitmachen, so eine Teamseite. Okay, das war's. bei der 32.000 D-Mark hast du übrigens nochmal die Chance, mehr über dich zu verraten. Und natürlich länger. Oder wenn du rausgeflogen bist oder wenn du aufgehört hast, hast du ganz viel Zeit darüber zu reden. Oh, ganz viel Zeit. wenn man auf weitere Entfernungen unklar sieht, ist man A. durchsichtig, B. hellsichtig, C. weitsichtig oder D. kurzsichtig. Wenn man auf weitere Entfernungen unklar sieht, ist man. Warte mal. Wenn man auf. Na, ganz langsam mal, weil ich habe selbst eine Brille, aber ich verstehe jetzt gerade die Frage ein bisschen schlecht, deswegen okay. Sag nochmal bitte. Wenn man auf weitere Entfernung ja. unklar sieht. Alles klar, okay. Dann bist du kurzsichtig. Sicher? Ja, weil ich trage eine Brille und ich bin kurzsichtig. Letzte Antwort. Ja. Wir loggen die weitsichtig ein und. Ich meine kurzsichtig, hör auf mich zu verwirren. Ich habe nur gerade kurzsichtig. Das ist richtig.
zweites ja. Thema. Weshalb trage ich eine Brille? Damit du diese Frage beantworten konntest. Richtig, Brille, viermal nein, aber ich bin bei krass. Geh zu krass Optik. Krass Optik ist gut. Jetzt habe ich auch noch Werbung in meinem Video. Ja, ich soll immer für krass Optik werben, haben die gesagt, weil ja, es voll krass ist, aber naja. Cooler Slogan, komm zu krass Optik, wir sind krass. Auf jeden. Wo wächst Edelweiß? A, in der Wüste, B, im Wasser, C, am Mond oder D, in den Bergen? Edelweiß. Publikumsjoker. Publikumsjoker, eingeloggt, sicher? Ja. Publikumsjoker. Weil das weiß ich echt nicht, Edelweiß, ich weiß nicht mal, was Edelweiß ist. 85% sagen in den Bergen, 9% sagen, weiß ich nicht. Ja. Also ich nehme dann die 9%, nein, ich nehme natürlich die 85%. 95% waren das, oder? Ja, 95. 85. 85. Wenn die anderen 9% ja. haben, kann es gar nicht 95 sein. Ja, also in den Bergen. Ich vertraue jetzt auf das Publikum. Okay, dann nehmen wir D in den Bergen, sicher? Ja, weil ich vertraue dem Publikum. Ich kann ja sagen, die haben schon manchmal Leute hängen lassen. Ja, aber wenn die schon so viele sagen, dann vertraue ich echt aufs Publikum. Okay, dann machen wir D in den Bergen ein. Ich hätte im Wasser gesagt. Ich weiß es nicht. Ja, super. Das ist 4000 D-Mark. Nee, aber wirklich, wo du Edelweiß sein sollte, hätte ich echt nicht gewusst. Ich weiß wirklich nicht mal, was das ist. Das ist doch so eine Art Gestein, oder? Weiß ich nicht, aber ich kenne ein Lied. Das geht jedem auf die Nerven. Jedem auf die Nerven. Nein, wir kennen ein Lied, das heißt Edelweiß. Also. Achso. Ja doch, das sagt Edelweiß auch so, ja. Edelweiß. Ich glaube, das hat irgendwas so Gold oder sowas ähnliches. Egal. Bevor wir uns hier lächerlich machen, machen wir weiter. Ja. Welche Abkürzung bezeichnet keine Gewichtseinheit? A, G, B, K, G, C, T, D, M. D, M. Nochmal bitte ganz langsam für die Dummen. Welche Abkürzung bezeichnet keine Gewichtseinheit? A, G, B, K, G, C, T oder D, M? Kannst du mal bitte diese beschissenen A, B, C, D weglassen und einfach nur diese Antworten vorlesen? Okay. Welche Abkürzung bezeichnet keine... Ey, du sollst nicht die Frage vorlesen, du sollst einfach nur die Antworten. Okay, G, K, G, T oder M? Gut, dann nehme ich jetzt M. Meine Güte, ey. Ich würde verwirrt mit diesen D, M und sowas alles. Sicher? Ja, M. Also, D. Also, man kann es eigentlich gar nicht so sagen, ne? Denn eigentlich M steht gleich für Masse. Und eine Masse ist dann eigentlich eine Gewichtseinheit. Nee, eben nicht, weil eine Masse hat ja diese Gewichtseinheiten der Länder. Ha, das ist richtig. Physik 5. Ich stehe in Physik auch 5. Bam. Damn it, aber egal, ich habe ja Östjan, das ist was anderes. Ah, gut. 8000 D-Mark hast du jetzt. Noch zwei Fragen von der 32.000 entfernt. Es ist der letzte, der 0 Mark gewonnen hat, ne? Der hat danach auch 32.000 gewonnen. Das ist faszinierend. Wer moderiert nie? Cheater. Was? Cheater. Ich bin Cheater. Warum? Naja, weil ich so schnell auf einmal so gut bin, deswegen. Ey, du hast Google benutzt. Ja klar, ich habe auch so viel Zeit. Wer moderierte nie die Sendung Herzblatt? A. Rudi Carrell. B. Harald Schmidt. C. Reinhard Fendrich. Oder D. Hera Lind. Ja, willst du mich rollen? Telefonjoker? Wir nehmen den 50-50. Was ist ein Herzblatt, Alter? Was denn das? Was machen Sachen da? Was ist das? Und was mit einem Blatt im Herz? Nein, nimm den 50-50 Joker. Gut, 50-50 Joker kommt. Mal sehen, welche Fragen wegfallen. Herzblatt. Und die Antworten nach Reinhard Fendrich und Harald Schmidt bleiben übrig. Harald Schmidt sagt mir was. Ja, die Harald Schmidt Show. Kennst du? Mit Gackelau und sowas, wa? Weiß ich jetzt nicht. Nee, ich glaube immer Reinhard Fendrich. Warte mal. Wenn ich jetzt den Telefonjoker noch nehmen würde, dann würde mir die Antwort fast zu 100% auf der Hand liegen. Maybe. Ah, wir sind in Deutschland, ja. Oh Gottes Willen.
Also wenigstens habe ich diesmal dann 6.000 gewonnen. Oder 1.000, 1.000, war. Ja? Wenn du jetzt aufhörst, 8.000. Ja, wenn ich aufhöre. Ich habe ja noch nie einer gewonnen. Also noch nie hat einer 8.000 gewonnen. Du wärst der Erste, der 8.000 gewinnt. Hat schon mal jemand 1.000 gewonnen? Ja. Mhm. Ich würde mich besonders cool fühlen, wenn ich natürlich 8.000 gewinne als Einzelner, aber ich würde natürlich auch gerne 16.000 gewinnen, also so ist es nicht. Also dieser Harald Schmidt kann eigentlich nicht sein, weil er hat ja seine Harald Schmidt Show und ich denke mal nicht, dass er jetzt in Herzblatt mitgemacht hat. Deswegen, wer war jetzt nochmal B? C war Reinhard Fendrich. Ach so, B ist Harald Schmidt, also C und Reinhard Fendrich. Mann, meine Vögel. Die wollen dir nur helfen. Brauch keine Hilfe. Was haben die hier zugezwischert? Sie sagen C. Also soll ich jetzt C einloggen? Ja, Schweinchen, was sagt ihr? C. Letzte Antwort? Ja, C. Dann loggen wir C, Reinhard Fendrich, ein. Ja, ich kenne den nicht, deswegen denke ich mal, der wird's gemacht haben. Harald Schmidt wäre richtig gewesen. Ah, okay. Nein, warum? Nur 1000 D-Mark. Aber wieso? Hey, warum hat der da mitgemacht? Hä, ist Harald Schmidt schon so alt und so? Der hat schon graue Haare. Ach so. Also wieder so ein alter Stinkfuß. Ja. Ja, gut, jetzt kann ich mal was über mich erzählen hier, wa? Du kannst Leute, sagen... Ach ja, ich wollte gerade sagen, du kannst sagen, du hättest fast 8000 D-Mark gehabt. Egal. Ja, ich hätte meine 8000 D-Mark gehabt und Aktivitäten. Überall Aktivitäten, okay. Du darfst alles über dich erzählen, was du willst. Also wie gesagt, ich bin Let's Player, ja, neu im Geschäft und ja, ich habe wie gesagt bin jetzt dabei, eine Let's Play-Seite zu gründen, wo übrigens auch der Herr Mr. Green Iron dabei wäre. Mhm. Ja, wie, Ich bin Pizza am Essen, sorry. Ja, toll. Und auch noch drei weitere Let's Player, die aber jetzt nicht so groß von Bedeutung sind. Also ich meine jetzt damit, sie sind nicht groß raus, bisher. Kannst sie sind von Bedeutung, aber sind nicht groß raus. Kannst du das bitte nochmal kurz wiederholen? Ich glaube, ich habe gerade aus Versehen meinen Ton ausgestellt. Ganz kurz, einmal. Nochmal. Ich habe gesagt, dass, wieso soll ich das wiederholen? Nein, ich wiederhole das nicht. Und ja, ich Let's Play aus Fun eigentlich bloß. Mir geht's eigentlich nicht um Abonnenten, ich Let's Play eigentlich wirklich nur aus Fun. Also erfolgreich werden schon in gewisser Hinsicht, aber eigentlich hauptsächlich nur aus Fun. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich bedanke mich, dass ich bei der Show mitmachen durfte, auch wenn ich insgesamt 1000 minus 0 D-Mark gewonnen habe. Mhm, ja. Ich bedanke mich auch bei dir, dass du hier mitgemacht hast, ne? Naja, obwohl ich eigentlich total schlecht bin. Naja, ich sag mal so, die schlecht sind, die sind meistens immer die lustigsten. Na, danke. Okay, ja, wie gesagt, danke und ich sag dann einfach nur noch und, ja genau, stoppt Akta, ganz wichtig. Also ich will später Let's Plays machen und ihr sollt euch die Let's Plays angucken, also stoppt Akta, ja. Und ich möchte noch Kinder haben, die Let's Plays machen können. Ja, das müssen wir ebenfalls machen. Also nicht wir beide, sondern du und eine Frau und ich und eine Frau, nicht wir beide mit einer Frau, klar. Haben wir ja noch besser zu tun. Naja. Ja, dann war's das auch wieder für heute mit Wer wird Millionär? Wir haben Höhen und eigentlich haben wir nur Tiefen erlebt und... Na, danke. Ich fühle mich schon depressiv. Ich muss doch in meine Schmollecke gehen. Die Petra war besser als du, wollte ich schon mal so sagen. Wir bedanken uns fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Wer wird Millionär und tschüss. Ciao, ciao.